Herzliches Willkommen wünscht euch euer iStarfighters mit einem Modern Warfare 3 Herrschafts-Gameplay auf der Map Bakara. So, und ich bin heute nicht allein, ich bin bei einem Kumpel, der heißt Rams, der sich jetzt mal kurz vorstellen wird. Yo Leute, hier ist Rams! Ihr kennt mich bestimmt von dem Kanal iBollards und wir machen hier heute zusammen einen Dual-Commentary. So, ich spiele ja normalerweise auf der PS3, aber heute spiele ich auf der Xbox. Und ich muss sagen, für mein Verhältnis ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt, ziemlich gut. Ich spiele mit der ACR, Schalldämpferaufsatz. Die Perks weiß ich jetzt gerade gar nicht. Als Abschlussserien habe ich die Care Package, die Predator-Rakete und den Pavlo. So, hier gleich mal einen gekillt. Ja, ich spiele mit der Semtex und mit der Blendgranate, ist das, glaube ich, oder? Ja, das ist die Blendgranate. Ja. So, ja, warum ich halt bei Rams bin, ist, weil meine HDPVR nicht funktioniert. Es nimmt das Bild irgendwie ein bisschen verschwommen auf, deswegen bin ich halt bei ihm und mach heute bei ihm Gameplay. Und, ja, ich spiel selber. Wir spielen hier Herrschaft auf der Map Baccarat. Und? Baccarat. Und? Ich muss sagen, mir gefällt die Map eigentlich gar nicht so, weil es ist einfach in der Mitte eine viel zu offene Fläche und gerade wenn man Herrschaft spielt, sind die Spawnpunkte richtig beschissen. Würdet ihr auch mal sehen, als Starfighters killt hier ein paar Leute, da wird er direkt vor ihm gespawnt und naja, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Dome vergleicht, ist es ein bisschen geordneter, nicht so, aber schon geordneter. Also, für meine Verhältnisse ist Baccarat scheiße und für dich? So, ja, also ich mag die Map nicht so, ich stimme dir genau zu, ich wirklich so, die Map ist ziemlich offen. Spawnpunkte allgemein, finde ich, sind ein bisschen komisch, weil das seht ihr nachher, ich spawn wirklich vorm Gegner, ich laufe 2 Meter und kann sofort killen wieder. Und, ja, es gibt eigentlich echt bessere Maps. So, gleich wieder eingekillt. Und hier den nächsten. Ja, Herrschaft, wisst ihr, muss man ja alle 3 Flaggen einnehmen, um zu gewinnen. Es geht bis 200. Und ja, hier seht ihr auch, dass die Map eigentlich wirklich ziemlich offen ist. Und ich weiß von irgendwo angefragt, weiß zwar nicht von wo. Oder gehardscoped. Was ich hier irgendwie scheiße finde immer. Das, weil bei Modern Warfare finde ich allgemein ein bisschen leicht zu snipern. Auf jeden Fall leichter wie bei Black Ops. Ja, und Rams spielt hier mit der Taktik, mit der Standard-Einstellung, deswegen knife ich manchmal, obwohl ich mich hinlegen will, das sieht dann so komisch aus. So. Habe ich einen Headshot gegeben. So, Rams, hast du noch irgendwas zu sagen für deinen Kanal oder so? Eigentlich nicht so direkt. Außer, dass ich jetzt meine Gameplays weiterhin machen werde. Ich werde jetzt, Modern Warfare 3 Gameplays machen. Ich werde Madden Gameplays machen, Madden NFL 2012, falls es irgendeiner von euch kennt, selbst American Football Spiel, und ich versuche doch mal so ein Gameplay bzw. Commentary zu machen, obwohl es wirklich sehr sehr schwierig sein wird. Modern Warfare 3 seht ihr auf meinem Kanal auch öfters. Ich mache auch so zwischendurch so Lyrics Videos, falls ihr es schon gemerkt habt. Eins habe ich schon, demnächst kommen noch ein paar mehr. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel. Zu dem Gameplay ganz kurz, wir sehen jetzt öfters, dass hier so ein Honk mit seinem in dem Helikopter dort campt, und in diesem Helikopter ist ja eine MG, also eine Machine Gun, und diese Machine Gun reicht einmal bis zum ganzen Spawn zu C. Das heißt, er könnte, so wie hier, oder er kann über die ganze Map einfach überspawnen und erwischt fast immer einen. Wenn jetzt gerade kein Sniper hier oben in diesem Haus ist und ihn wegholt, dann kann er sich somit locker einen Payflow machen oder so. Wir haben es hier versucht, den irgendwie auch gerade wegzuholen. Man sieht ja, wie er sprayt. Doch es ist nicht einfach, weil er weiß ja, dass einer da oben ist, und dann haut er einfach drauf und dann sind wir weg. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, er kann wirklich aus fast, egal wo ich bin jetzt hier in der Gegend, er killt mich auf jeden Fall. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn ich mal so ein bisschen weiter oben kann. Also, aber später dann auch weggeholt, ich weiß nicht warum. Und was wir auch, glaube ich, noch sehen, ist ein Camper, der öfters mal sich
vercampt auf der A-Seite. So, genau wie hier campt er auch, aber ich hole ihn weg. Aber auch nur knapp. Ne, doch nicht. So, ja. Jetzt gehe ich gleich mal B sichern. Hier sehen wir die Feinden. Ah, leider wurde ich gekillt. Wahrscheinlich ist der auch den, wo ich gekillt habe, der halt gleich wieder in der Nähe gespawnt ist. Das ist halt, na, nicht mal 10 Sekunden braucht, dann ist schon wieder bei mir. Deswegen finde ich die Spawn-Systeme echt nicht wirklich so toll. So, es wäre auch cool, wenn ihr das Video abonnieren würdet und Kommentare reinschreibt. Ihr findet, wie ich so auf der Xbox spiele, wie ich allgemein spiele. Ich habe ja ein Video schon drin, da hat ein Kumpel von mir gezockt, das war Sparkasse. Und mit ihm werde ich auch noch auf jeden Fall weitere Gameplays wahrscheinlich machen. Und was ich auch noch für Gameplays mache, sind Assassin's Creed Revelation Gameplays. Vielleicht Black Ops noch, aber eher nicht. Modern Warfare auch, wenn was Gutes rauskommt. Und ich weiß nicht, ob Rams Lust hat, aber wenn, dann würde ich auch ein paar Gameplays mit ihm weiterhin machen. Oh ja. Ja, okay. Das war eine Zustimmung. So, es steht momentan 109 zu 112. Das heißt, wir sind knapp am Verlieren. Heißt aber nicht. Wir können immer noch gewinnen. So. Ja, das kann man noch so reden. Oh, ich hätte noch was zu den Abschlussserien. Und zwar haben wir ganz oben den Payfloor dabei. Und ich wollte nur mal anmerken, dass man den Payfloor mit zwei Stinger-Raketen wieder runterholen kann. Also, in meinem letzten vorigen Gameplay, das war schon ein bisschen länger her, ich glaube, das war mein letztes Commentary, da habe ich das angesprochen, dass man für einen Hind-Kampfhubschrauber eine Stinger-Rakete braucht, und dann ist der unten. Und man denkt ja, also wenn jetzt auch so Leute, die freuen sich dann darüber, wenn sie einen Kampfhubschrauber haben, klar, dann holt man eine Stinger-Rakete raus, dann ist der weg. Bei einer AC, die braucht drei Stinger-Raketen, und in meinem letzten Gameplay, da hatte ich die Unterstützungsklasse dabei. Und die ist wirklich, ich weiß nicht, ob sie sinnvoller ist, aber es macht einfach mehr Spaß, gerade auch mit dem Juggernaut einfach rumzubashen und die Gegner wegzuhauen. Gerade mit einem Verteidigungs-Juggernaut ist es doch sehr witzig. Angriff ist natürlich geiler, weil du deine M60 dabei hast, aber das chillt doch auch. Hier sehen wir den C-Flaggen-Camper und ja. Wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, ich kapiere die Map nicht so, das heißt, ich laufe oft mal gegen die Mauern. Weiß auch nicht warum, ist einfach nicht so eine Map, wo ich so verstehe. Auf jeden Fall, ihr seht, den Camper, wo ich vorhin angesprochen habe, der kommt wahrscheinlich noch ein bisschen öfters. Und ja, hier die Bomber, Präzisionsluftschlag. So, hier sehe ich den Gegner auf der Minimap. Ich muss sagen, ich stelle mich ein bisschen dumm an, dass hier, bis ihr es kapiert habt, dass der unten war. So, dann habe ich ein anderen Haus eingesehen. Lauf dahin und werd gekillt. Naja, ist halt mal so. Also, hier zocke ich ihn, oder ich weiß nicht, ob ich ihn ins Leben gerettet habe, oder den Kill abgezockt habe. Auf jeden Fall. Ich habe mir Punkte geholt. Ich gehe gleich nochmal ein. So, hier bin ich angefragt. Hier wollte ich mich wieder hinlegen, habe außerdem geneift. Und falls ihr jetzt denkt, ich camp, nein, tue ich nicht. Ich habe mich kurz erholt, nehme jetzt Ding B ein. Und kill den Gegner nicht. Ich habe gesehen, dass im Haus einer drin war, aber ich wollte doch den außerhalb nehmen. Ja, den habe ich gerade noch so. So, ja. Da auf der Stelle, da laufe ich oder werde ich oft weggeholt, weil entweder liegen sie da hinten einfach dreckig da oder die kommen einfach von oben oder und killen mich oder irgendwie halt. So, jetzt schaue ich lieber nochmal, bevor ich da lang laufe. So. Jetzt laufe ich hier lang und mir. Das ist doch mal Blendgranate. Und tatsächlich, da kämpft wieder einer. So.
gleich weggeholt. So dachte ich mir, bevor da mich wieder eine wegcampt, werfe ich nochmal eine rein und gleich noch eine Semtex hinterher. Gut, nichts war, also schaue ich und sehe ihn und werde leider doch noch gekillt. So, wie ihr auch sehen könnt, ist es ein knapper Spielstand. Das heißt, gibt außersehen der Bildschirm schwarz, haben wir ein bisschen verpennt. Ja, jetzt laufe ich wieder zu C. Richtung C. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ich laufe eigentlich immer ziemlich gleich, wenn ich über C laufe. Immer meistens in das Haus rein, dann hier lang. Und hier lang. So, hier meint Rams, ich sollte doch das die C-Flagge einnehmen, um noch zu gewinnen. Dann habe ich die auch noch schnell eingenommen. So, und jetzt sind wir am Gewinn, nämlich. Und einen Team. So, hier muss ich noch mal ein bisschen lernen, wie man Semtex wirft. Ja, so 295 Spielbonus 36.000, ne, 3605. Tut mir leid. Last Kill Camp, so. Rams, hast du noch was zu sagen? Ich verabschiede mich. Bis dahin. So, ich habe 18:22, doch ganz gut. Und ich verabschiede mich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.